Ich bin's, euer Nordmann, und diese Woche ist für uns Open World Survival Crafting Fans eine ganz besondere Woche. Seit gestern um 19 Uhr ist das Steam Open World Survival Crafting Festival 2024. Was das bedeutet, erfährst du heute in diesem Video. Tja, zum Beispiel, wir wissen alle, 7 Days to Die wird ab dem Release von Version 1 gute 40 Euro kosten. Vom 22. bis 29. April hatte man nochmal die Chance, das Game im Rabatt zu kaufen. Aber Freunde, ihr kennt mich, ich lasse mich nicht lumpen und deswegen hier nochmal ein paar Infos für euch, wie ihr immer noch, Betonung liegt auf noch, günstig an das Game rankommt. Doch zuerst zu dem Hauptthema dieses Videos, die Survival-Aktion-Woche auf Steam. Was bedeutet das eigentlich? Seit Montag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit darf man sich 7 Tage darauf freuen, auf sehr große Rabattaktionen im Survival-Bereich. Bekannte Größen wie Grounded, 7 Days to Die, Rust oder Valheim dürfen dann also mehr oder minder stark reduziert angeboten werden. Insgesamt sollen mehrere hundert Titel von der Aktion betroffen sein. Die Aktion läuft vom 27. Mai bis zum 3. Juni. Ich habe leider noch nicht die Zeit gehabt, Steam auf links zu drehen, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, um einfach meine Gamesammlung zu erweitern. Ach ja, Freunde, bevor ich das vergesse, in meiner Beschreibung findest du einen Link zu G-Portal. Also wenn du drüber nachdenkst, dir einen Game-Server zuzulegen, egal für welches Game, solltest du auf meinen Link klicken, denn da sparst du mal locker eben 10% auf deinen neuen Game-Server. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wie versprochen, gleich noch der nächste Tipp hinterher. Mein Partner Instant Gaming hat das Game 7 Days to Die immer noch unter 10 Euro. Aber Freunde, seid schnell, nur über meinen Link und nur solange der Vorrat reicht. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit denen auf jeden Fall mit den Infos was anfangen. Lasst gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat und natürlich auch ein Abo. Vielen Dank dafür und Freunde, ich freue mich auf den Stream mit euch heute Abend. Bis später, euer Nordmann.